Ich habe den Peter Brunner letzten Sonntag kennengelernt in einem Gottesdienst zu Johanni in der Haldenkirche. Wir sind ins Gespräch gekommen und haben gefunden, wir haben viele gemeinsame Interessen. Jetzt habe ich ihn heute aufgesucht und er hat mir zuerst den botanischen Garten zeigen, wo er gerade daneben lebt. Ja. Warum der Ort? Deswegen, weil ich da etwas erlebt habe, was mir seit vielen Jahren wichtig ist. Also, mir ist ein Herzensanliegen, dass man ganzheitlich anfängt zu denken. Und da wird viel von Ganzheit geredet, auch in der Medizin und so, aber es wird in der Praxis relativ wenig gemacht. Mhm. Und ich merke auch, wenn man ganzheitlich will reden, dass der natürlich auch Begriffe kommen, wo in der Schulmedizin zum Beispiel nicht so viel Platz haben. Beispiel Geist, Seele. Mhm. Aber ich finde da, wo mit diesen Wörtern angesprochen wird, total wichtig. Mhm. Aber auf der verbalen Ebene finde ich es ziemlich schwierig, häufig wirklich Kommunikation zu kommen, die fruchtbar ist. Und du hast das Gefühl, anhand der Pflanzen kannst du da die schwierigen Begriffe ein bisschen näher bringen? Jawohl. Als ich durch den Garten gegangen bin, habe ich einfach erlebt, etwas, was mir ganz wichtig ist, und zwar das Leben. Mhm. Das Vielfalt vom Leben. Mhm. Die Kleinen, die Grossen, die Zarten, die Starken. Und danach bin ich so beeindruckt gewesen und bin raus aus dem Garten und komme da zum Ausgang und sehe ich da ein Haus. Ja. Da habe ich den Impuls, da wäre doch ein Platz zum Wohnen. Ja, ja. Und dann habe ich mich erkundigt, bin angegangen und habe gerade erfahren, dass gerade eine Wohnung frei war. Dann habe ich mich beworben und habe eine Zusage bekommen. Ja. Jetzt verbringst du immer mal wieder Stunden. Ganz häufig, und zwar eben nicht bloß erleben, was man sieht, das finde ich ganz stark, sondern was einfach bei mir seit vielen Jahren dann ist, ist, dass bei mir die Frage sich aufdrängt, ja, woher kommt das? Mhm. Wie kommt es dazu, dass da eine Pflanze lebt? Mhm. Wie kommt es dazu, dass ein Baum wächst? Dass Früchte entstehen? Ja. Oder die Naturwissenschaft begnügt sich damit, das zu beschreiben, was man kann sehen. Aber die Frage, ja, woher kommt das, warum ist das so? Dass die Frage ist dort wenig aktuell. Aber bei mir liegt es im Blut. Ja. Ja. Und das finde ich total spannend, wenn man einmal einfach fragt, ja gut, woher kommt das jetzt? Woher wird das gesteuert? Und du führst mir jetzt zu ein paar Pflanzen oder zu ein paar Ausblicken, wo du ein bisschen etwas dazu, zu deinen Erfahrungen und Einsichten kannst sagen. Ja, da sage ich dann mehr dort bei mir, ja, wenn es nicht mehr regnet. Gut, ja. Also da ist für mich vor allem so wichtig, das Erleben, dass man die Vielfalt sieht. Und dann eben offen ist für die Frage, woher kommt das? Gut, gehen wir mal los. Ja. Ja, also zum Beispiel da ist der Mammutbaum. Wie kommt es dazu, dass es so ein Baum entsteht? Wie kommt es dazu, dass aus einem kleinen Samen sich etwas entwickelt? Und grösser wird und grösser. Und wo dann schlussendlich so etwas entsteht. Und was ist das X, das das bewirkt? Ja. Auf der naturwissenschaftlichen Ebene ist die Antwort klar. Man weiss es nicht. Man weiss ganz viel über zur Frage, wie sich das entwickelt. Man kann es beschreiben. Aber sobald man fragt, ja, woher kommt es, dann hört es auf zum Reden. In der Philosophie gibt es noch Begriffe dafür, zum Beispiel Lebensprinzip, Entelechie, Principium Vitae. Aber das sind Begriffe, und wenn man näher anschaut und fragt, ja, was ist jetzt gemeint mit dem Wort, dann hört es auch wieder auf. Es gibt in unserer Welt Menschen, die dann anfangen zu sagen, ja, das ist eben göttliche Energie, das ist Gott oder so, aber da schalten wieder viele Leute ab, weil sie denken, ja nicht, das ist ja kirchlich, das ist ja religiös, das will ich nicht. Und es fehlt dann irgendwo noch die Vermittlung vom Gott zum, zur Entelechie oder zur, zur Gestaltung. Ja, und das ist ein Thema, das ich mir viele Jahre ganz intensiv mich befasst habe damit. Ja. Und da habe ich viel Glück gehabt, weil ich wirklich mit Leuten intensiv in Kontakt sein konnte, die sich mit dem jahrelang befasst haben. Aber? Ja. Ja. Wie zu wollen. Oder auch hier die kleinen Pflanzen. Wie kommt es dazu, dass da so schöne
Blumen entstehen zum Beispiel. Wie kommt es dazu, dass so etwas wächst? Und das sind ja Tausende. Und heute, was hört man heute? Da gibt es irgendetwas, in China ist etwas passiert, ein Virus da und da. Und das Gefühl, unsere Natur ist ja so eine Vielfalt von Energien, die da zusammenwirkt. Oder Milliarden, unüberschaubar viel. Und jetzt, wenn die Menschen etwas sehen, oh, das ist jetzt wichtig, und man konzentriert sich auf das und sieht gerne, wie viele andere Faktoren auch im Spiel sind. Da wäre eben mit dem ganzheitlichen Denken eigentlich notwendig, aber das fehlt heute ganz stark. Es gibt heute so viele Spezialisten, Expertentum, die haben ihr Fachgebiet, da wissen sie ganz viel, aber der Zusammenhang mit dem Ganzen ist häufig wie weg. Die Universität wäre eigentlich ein Ort, wo man das Ganze sehen könnte. Nur wenn man genau anschaut, dann sind da jede Menge Fachbereiche, aber es fehlt total am Zusammenwirken, am ganzheitlichen Schauen. Du meinst die Bilder vom Coronavirus, da mit den Stacheln, die man manchmal sieht, die ja nur ein Konstrukt ist, also das ist nicht real fotografiert. Ja. Dann müsste ich auch in einen grösseren Zusammenhang rein. Ja. Und ich glaube, der Troxler hat etwas gespürt und geahnt, was eigentlich ganz wichtig ist und stimmig ist. Das ist eine Form von Leben, die eigentlich gut wäre. Aber in unserer Welt ist ganz viel anders am Werk. Und ich finde, das, was wir jetzt erleben als Krise, ist auch ein Erfolg davon. Und da finde ich eben gut, dass wir jetzt hingehen, um die Ursachen dieser Probleme anzuschauen. Die Ursachen der Krise. Wo siehst du die? Das ist ein längeres Kapitel, aber kurz. Kurz? Ich habe etwas bereit gemacht, da kann ich dir dann etwas zeigen. Aber eben kurz, weil die Begriffe stehen zur Verfügung. Ja. Im Grunde genommen könnte ich da antworten mit Sätzen, die total nicht neu sind. Also ich wage jetzt einmal zu sagen, ja. Das Hauptgebot der Bibel finde ich eigentlich gut. Lieben. Der Nächste, auch sich selber. Auch Gott in allen Wesen, das heisst auch in Andersdenkenden, auch in Menschen in anderen Parteien, in anderen Konfessionen, in anderen Glaubensrichtungen. Das ist das, was ich im Laufe der Jahre dazugekommen bin, um zu sehen, das wäre eigentlich entscheidend. Und da fehlt es. Und das wäre eben eine Frage, gut, wie können wir Bedingungen schaffen, dass wir frei werden für die Liebe wirklich. Und da wäre eine Aufgabe für die Pädagogik, Früherziehung, Erwachsenenbildung, Schulen, Fortbildung in den Firmen. Also, da habe ich viel gemacht und habe immer wieder erlebt, dass Leute, wenn sie Zeit haben zum Nachdenken, sind wir immer wieder einig geworden. Aber in der Praxis ist häufig so wenig anscheinend Zeit da. So eine Taktik hat sich so verbreitet gemacht. Man muss denken, schnell, schnell, schneller, schneller. Dass häufig die Leute nicht mehr bereit sind, um wirklich offen zu sein. Für ein ganzheitliches Wahrnehmen. Für Sehen und für Hören. Hast du noch etwas weiter? No. Ja. Also es ist vor allem die Vielfalt, die mich eben da so eindruckt hat. Und dann ist auch die Frage, ja, wie kommt es dazu, dass sich so eine Vielfalt entwickelt? Gut. Und auch die Frage, wie ist überhaupt das Ganze entstanden? Natur, der Kosmos, das Universum. Wie ist das angegangen? Jetzt, wenn eben zufrieden ist mit einer Antwort wie, ja, das ist halt der Urknall gewesen, dann erlaube ich mir zum Weiterfragen, ja, woher kommt denn die Energie, die knallt? und wie kommt es dazu, dass nach dem Urknall Pflanzen entstehen und Tiere entstehen, Menschen entstehen? Gut, die Antwort auf diese Frage ist auf der wissenschaftlichen Ebene ganz klar. Wir wissen es nicht. Okay. Und dann aber wäre es eben gut, wenn ich dann doch an der Frage bleibe und das aushalten tue, dass ich das nicht weiss. Ich kann das auf der wissenschaftlichen Ebene nicht beantworten. Sie tun aber schon viele, was sie wissen. Mit Zufall, Mutationen, Überleben vom Stärkeren. Ja, ja, aber da kann man dann überall weiterfragen, zum Beispiel auf Zufall. Woher kommt es denn, dass der Zufall gibt?
woher kommt das? Also, und wenn ich jetzt eben erlebt habe im Laufe der Jahre, dass viele Leute gerne nicht interessiert sind, wirklich konsequent am Denken. Das ist, und das ist ja schon enorm, was da alles zusammenspielt. Allein in einer Blume oder in einer Pflanze oder in einem Mensch oder in einem Körper. Ja, woher kommt es, dass alles koordiniert wird? Woher kommt es, dass die Atome und Moleküle und Zellen so zusammenwirken, dass da ein ganzheitlicher Organismus lebt? Und da finde ich einfach so toll, auch die Formen. Ja, wie kommt es denn dazu, dass so etwas entsteht? Und ich bin dazu gekommen, um einfach das aushalten, dass ich eine Menge auf der wissenschaftlichen Ebene nicht beantworten kann. Mhm. Aber dann komme ich zum Fühlen, ich komme zum Staunen, mhm, und ich komme zum Dankbarsein. Mhm. Mhm. Weil ich finde das einfach toll. Und ich kann das erleben, auch wenn ich es nicht erklären kann. Mhm. Mhm. Fühlen und? Fühlen, spüren. Ja. Und Gedanken sind dann gleich auch drin? Die kommen dazu gerne, die sind auch willkommen. Aber häufig führe ich Gedanken ein bisschen weg von dem, was ich unmittelbar spüre. Mhm. Und ich erlebe, dass ganz viele Leute nicht mehr sich Zeit nehmen, wirklich etwas zu erleben, ganz intensiv. Und wenn ich näher anschaue, das ist ein einfaches Blatt. Ja, woher kommt die Struktur? Das ist eigentlich wunderbar. Aber woher kommt das? Und wenn jemand sagt, ja, das ist halt Zufall entstanden, Evolution, dann drängt sich mir einfach die Frage auf, woher das kommt, ja. Evolution. Ich stehe manchmal bei einer grossen Baustelle ein bisschen still, ja, und dann sehe ich, wie da gebaut wird. So, jede Menge von Maschinen und Holz und Stein ist da. Und nach einigen Monaten oder Jahren steht da ein Gebäude. Okay. Warum? Jetzt, wenn jemand sagt, Zufall, ja, dann wünsche ich Glück, wenn er zufrieden ist mit dieser Antwort. Aber für mich ist es also evidenzfähig, dass ich sage, nein, nein, also da gibt es etwas dahinter, das bewirkt hat, dass es alles zusammenwirkt. Jetzt kann man schauen, wo. Gut, dann gibt es irgendwo einen Baumeister und wenn man noch weiter fragt, dann gibt es irgendwo einen Architekt und so weiter. Aber es ist irgendwie neben dahinter. So. Neben dahinter. Und jetzt, wenn ich das Universum anschaue oder die Natur. Aha, ja, wie kommt denn das? Ist da auch neben dahinter? Gefühlsmässig würde ich sagen, ja. Aber wenn man jetzt näher anschaut und versucht, das in Sprache zu bringen, wer ist dahinter oder wer ist dahinter? Mhm. Und da bin ich im Laufe der Jahre zum Gefühl gekommen, das, was in der Bibel im ersten Satz einer steht, ist eigentlich stimmig. Mhm. Am Anfang ist eben eine Wirklichkeit, die man mit verschiedenen Namen ansprechen kann. Aber auch dort die Frage, ja, woher kommt denn die Urwirklichkeit? Und da ist wieder etwas, wo man sagt, ja, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde aber war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über der Eben. Und das sind bereits Begriffe, die viele Leute abschalten. Mhm. Das sind Begriffe, die in der heutigen Zeit einfach für viele nicht mehr wirksam sind. Mhm. Und darum bin ich dazu gekommen, nicht auszugehen von Begriffen, sondern ausgehen von dem, was ich sehen, erleben oder fühlen. Und dann mal ein bisschen offen zu sein für die Frage, ja, woher kommt das alles? Und dann nicht Angst zu haben, auch Fragen sich zu stellen, wo man die Antwort nicht wissen. Und in der das Erbe von früheren Nachdenken von Menschen, die sich auch diese Fragen gestellt haben, sich inspirieren lassen? Gern, ja. Ja, ja.
Klar. Ja, ja. Ja. Aber eben, das Inspirieren lässt auch da, wo in der Bibliothek steht, habe ich erlebt, dass das manchmal nicht so fruchtbar ist. Ja. Weil da sind dicke Bücher, Meter viele Bücher, ja, wo man das Gefühl hat, beim oberflächlichen Anschauen, oh, das ist aber gescheit, was so dahinter ist. Aber wenn man genau anschaut, sind das häufig Begriffe, die für unser Bewusstsein einfach nicht wirklich klar sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das, was jetzt einfach im Laufe der Jahrhunderte immer wieder doziert worden ist, dass es häufig eine Form von Sprache ist, die vom Wesentlichen eigentlich fast mehr wegführt. Also weil die Leute befasst werden mit Fragen, die interessant sind im Rahmen einer Universität oder im Rahmen einer akademischen Diskussion oder so, aber die Leute auf der Straße oder so eigentlich gar nicht interessieren. Also du plädierst für das Lesen im Buch der Natur? Ja. Ich plädiere dafür, dass man wieder mehr sich Zeit nimmt, zu erleben, was die Natur uns zeigt. Ja, und wenn wir können erleben, wenn wir uns Zeit nehmen, wirklich intensiv zu erleben, was da ist. Also das hat natürlich auch Konsequenzen, ganz praktische. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich ein gesundheitliches Problem habe, dann ist es heute häufig so, dass man zum Arzt geht, dann kommt irgendwie eine Antwort, was ist. Und es ist sehr verloren gegangen, dass die Leute selber spüren, ja, was ist jetzt los? Was fehlt mir vielleicht? Vielleicht will mir der Schmerz etwas sagen. Und die Wahrnehmung von sich selber, das Wahrnehmen von dem, was wir können als fruchtbar und gut empfinden, das wird wenig gepflegt. Okay. Ich habe viele so Fortbildungen gemacht, zum Beispiel für Lehrer. Und ich habe gesehen, viele Leute haben den Kontakt mit sich selber verloren. Wie lernt man das? Sich wahrnehmen, Natur wahrnehmen? Durch Praxis, durch Tun. Zum Beispiel dadurch, dass man miteinander in die Natur geht und einfach anfängt. Pflanzen in Tanz nehmen. Anfängt, Tiere anzuschauen. Sinnhaft, mit dem Sinn. Oder ist es auch, wenn wir machen, dass wir in die Natur gehen. Mhm. Ich habe mal eine nette Karikatur gesehen, da tut der Lehrer dann dozieren über Schmetterlinge. Frontalunterricht. Und dann Schmetterling ist draußen, im Fenster kommt einer. Und dann, aber der Lehrer, du musst jetzt da aufpassen, was ich sage. Es ist so weit weggegangen von dem, was wir wirklich können ganzheitlich erleben können. Ja, unser Sinnesapparat ist ja eigentlich in der Evolution in enger Relation zu der Schöpfung entstanden. Es gibt ja den Spruch, wer das Auge nicht sonnenhaft kennt, nicht. Ja, also, ich finde, so viele Wörter sind entstanden in unserer Kultur. Also ursprünglich bin ich viele Jahre lang habe ich viel geschafft mit Sprache. Mhm. Und ich schätze die Sprache. Mhm. Ich finde das gut. Aber häufig führt es ein bisschen weg von dem, was wir unmittelbar können fühlen oder mit Intuition erkennen. Weil wenn es ums Wesentliche geht, sind einfach unsere Begriffe häufig nicht so präsent. Und darum fällt das, was wirklich wesentlich ist, häufig ein bisschen aus dem Fokus raus. Hm. Viele Leute wollen irgendwie Begriffe haben, die das Gefühl haben, oh, die sind wissenschaftlich fundiert, die kann man messen, quantitativ erfassen. Und sind wenig offen für das, was man nicht quantitativ erfassen kann. Und da wäre ja eigentlich die Botschaft vom Religiösen her, könnte auch viel Wertvolles bieten. Aber ich erlebe, dass ganz viele Leute da einfach das Vertrauen verloren haben.
weil sie dann das Gefühl haben, ja, der kommt ja von der Kirche und die Kirche assoziiert es mit etwas, was sie eben nicht mögen. Und sie sind gerne nicht mehr interessiert daran, das zu sehen, was auch im Kirchenbereich gesund ist und fruchtbar kann sein. Die Sprache ist halt auseinandergefallen. Die Kirche hat den Naturwissenschaften dann den Freipass gegeben und die Wissenschaften sind froh gewesen, dass sie nichts mehr mit der Religion müssen, zu tun haben. Ja. Kant hat das getrennt und seitdem hat sich die Wissenschaft in eine Sprache, ja, wie du sagst, in eine reduzierte Sprache natürlich entwickelt. Und die Religion ist hängen geblieben bei den alten Bilder, die aus der Bibel stammen, und versucht schon manchmal auch mit moderner Philosophie sich zu erklären, aber dann rutscht sie halt, verliert sie wieder vieles. Ja, ja. Also ich bin zum Gedanken gekommen, ich glaube, wichtig ist die Erfahrung, dass man etwas erlebt. Auch, dass man immer spürt, ah, ja, da gibt es noch etwas Wichtiges, da gibt es noch etwas anderes als das, was man so üblicherweise sagt, dass man ein bisschen etwas spürt, was mit dem Herz zu tun hat. Mhm. Und dann ein bisschen offen wird. Mhm. In einen Zustand kommt, wo Liebe möglich wird. Wirklich. Liebe als Erkenntnisorgan. Also Liebe als ein Zustand, den ich das erste Mal nicht definieren kann. Aber es ist erlebbar. Und zwar ganz klar ist es ein Zustand, der anders ist, als wenn ich Angst habe. Wo anders ist, als wie wenn ich kriegen will. Wo anders ist, als so, dass ich den Menschen als Find anschaue. Wo anders ist, als ein Zustand, wo ich will den anderen kaputt machen oder schädigen. Ja. Also, ich erlebe das auch jetzt, wenn man jetzt hier verrückte Sachen sieht, die passieren da mit Krieg. Da, wenn jetzt so der Putin den Krieg angefangen hat, dann finde ich es schlimm. Ich finde das furchtbar. Grausam. Aber wo ich jetzt sehe, dass man in der Schweiz auch so schaut, ja, wie können wir denn schaden? Aha. Wo ich die Zeitung lese, habe ich gedacht, ja, Moment mal, geht es darum, dass wir das neben dem Schaden tun? Was erreichen wir dadurch? Da wird doch Findschaft geschaffen. Wäre es nicht nützlicher, zu schauen, ja, wie können wir eventuell neben dem Nützen, uns selber auch, unsere Mitmenschen auch, aber eventuell auch dem, dass sie wegkommen können von dem Wahnsinn, der so verrückte Folgen hat. Also, dass man wegkommt von der Einstellung, wie können wir dem anderen schaden, mit Sanktionen oder was immer, sondern offen wäre für die Frage, wie können wir uns und auch den anderen nützen. Dass auch die anderen können so leben können, wie es ihnen eigentlich besser geht. Also eben die Richtung, wo wirklich Gemeinwohl, einschließlich Eigenwohl. Wie können wir eine Zukunft schaffen, wo alle können menschlich sein. Liebet eure Feinde. Natürlich geht es in die Richtung. Aber es ist ganz schön anspruchsvoll, natürlich. Aber etwas anderes, was wir jetzt erleben, oder was wir erlebt haben im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, ist ja einfach ein totaler Irrsinn, oder auch jetzt, dass man sich schadet, mhm. statt schaut, wie können wir wirklich uns gegenseitig nützen. Also das Findbilddenken ist halt sehr folgerreich. Das was? Das Findbilddenken, ja, oder? Ja, ja, wenn ich den anderen Menschen als Find anschaue, ja. geht schon los, wenn die Nachbarn, wenn Nachbarn findlich zueinander sind, dann ist es ziemlich ungemütlich, oder? Ja. Und die Angst, die dann natürlich entsteht, kann man nicht Bodegen, indem man Waffen ansetzt, ihr macht Revolver und der andere auch, das kann sich aufschaukeln und das wird dadurch nicht gelöst, das ist da nicht Frieden. Und das gilt im privaten Bereich, gilt aber auch auf der Ebene von Staaten. Oder? Also es ist einfach wirklich notwendig, dass man umdenkt, wegkommt von dem Kämpfen, von dem Krieg machen,
hinkommt in eine Lebensweise, wo eben wirklich Vertrauen und Verständigung möglich wird. Und ohne Vertrauensbildung und ohne Verständigung geht es nicht. Das ist Illusion. Das hat schon Albert Einstein erkannt, wo er gesagt hat, eine Voraussetzung für Friedenssicherung ist, dass eine psychologische Umstellung auf Vertrauens- und Verständigungsbereitschaft. Ich finde, das stimmt. Der Angriff von Putin ist ja eigentlich dann wieder eine Verzweiflung gesagt oder ein Akt, der eine Vorgeschichte hat, wo eben schon vorher halt nicht geredet worden ist. Oder, ja, aber eben, man ist halt generell gegen ein verstärktes Russland. Und, Also ich finde es gut, wir gehen zurück zu der Frage, ja, was brauchen eigentlich Menschen? Was sind eigentlich Durbedürfnisse uns Menschen? Und auch bei Menschen, die jetzt uns so unmenschlich vorkommen oder so verrückt oder böse oder wie immer, ich habe das Gefühl, auch das sind Menschen. Und darum denke ich, dass auch in diesen Menschen irgendwo eine Stelle gibt, wo vielleicht ein bisschen Bereitschaft könnte wachsen könnte, zum Fragen, ja, Moment mal, was will ich eigentlich? Auch bei den politischen Zielen, die ich habe. Was will ich eigentlich und warum will ich das? Und dass wir ein bisschen schauen, dass man wieder die gemeinsamen Anliegen von uns Menschen mehr sieht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ganz einfach gesagt, wir können glücklich leben. Ja, glücklich wäre wirklich. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein gefährlicher Gedanke, darf man nicht zu laut sagen. Dass, ich denke immer, in der Ukraine 80-90% der Leute, die wollen doch einfach ihren Beruf ausüben, ihre Familien ernähren. Und ob jetzt das Wasserregime auch immer, klar hat es Vor- und Nachteile von verschiedenen Regimen, aber. Ja, aber sie werden aufgestachelt, sie müssen ihre Jungen hergeben, um in Krieg zu gehen. Ja, und also Krieg finde ich wirklich schlimm, was passiert. Das Verrückteste, was Menschen machen können, finde ich, ist Krieg. Und da finde ich, sollte man halt wirklich dazukommen, um zu schauen, Moment mal, wie können wir auch wirklich Krieg beenden und vorbeugen, helfen. Da finde ich eine sinnvolle Aufgabe. Mithelfen, dass der Krieg beendet werden und dass man künftigen Krieg vorbeugen kann. Und da finde ich, hat die Schweiz wirklich eine Aufgabe, die sehr gut ist und sehr sinnvoll ist. Und da hoffe ich, dass die Schweiz die Chance ergreift, die sie hat. Und ich glaube, das führt ein bisschen zu Gedanken, die nicht in die Richtung gehen, wir müssen noch mehr aufrüsten und noch mehr Waffen haben, militärische Waffen, sondern mehr, wie können wir Voraussetzungen schaffen, dass der Krieg aufhört und dass der Krieg vorgebeugt werden kann. Und da sind natürlich die psychologischen Fragen auch aktuell. Wie kann Friedensbereitschaft gefördert werden? Wie kann Lust, Freude am friedlichen Leben gefördert werden? Wie können Konflikte gelöst werden, ohne dass man Gewalt anwendet? Ohne dass Gewalt eskaliert? Ich meine, das ist ein Thema, das ich seit vielen Jahren jetzt dran bin. Und in dieser Gruppe ist es immer wieder eine Frage geworden, wenn Konflikte da sind. Ich habe viel gearbeitet, also mit Leuten, die viel in Gruppen sind und dort Konflikte erleben. Und auch immer wieder erlebt, dass es geht. Dass also konfliktfreies Vorgehen möglich wird. Und da finde ich eben auch gut, wenn Politiker ein bisschen die Möglichkeiten nutzen könnten, die da sind, dass man Konflikte ohne Gewalt lösen kann. Und da braucht es unter anderem eine Bereitschaft, um sich einzufühlen, Empathie, klar. Und die ist heute an vielen Orten verflixt wenig da. Weil ganz viele Leute ins Denken hineinkommen von Kämpfen. Das ist ein Mensch, der anders denkt, das ist gefährlich, also den muss man bekämpfen.
Und da finde ich, macht der Sport auch eine Rolle. Auch im Sport wird ja viel gekämpft, auch gegeneinander. Wettkampfsport. Und da haben sich ganz viele Menschen daran gewöhnt, zum Denken, der andere Mensch ist ein Rivale, da kommt das Rivalitätsdenken. Und dann kommen natürlich Angriff- und Verteidigungstendenzen. Und nicht Freude an der Idee, dass man miteinander und füreinander können schaffen und tätig werden. Also es ist sehr viel gegeneinander in der heutigen Zeit und wenig wirklich miteinander in Richtung von dem, was Gemeinwohl fördert. Man hat einfach ein bisschen Angst vor dieser von diesen grossen Stachen, die jetzt so sich da so brüsten und imperiale Anmassungen da äußern und tätigen. Ja, dann ist die Frage, wie können wir die Ursachen von dieser Angst angehen? Was kann man machen, dass die Ursache von der Angst sich löst? Und da hat der Fritz Freimann, glaube ich, gut erkannt, er ist ja der Psychoanalytiker, der viele Jahre gearbeitet hat mit Leuten, die wirklich Angst sind. Er hat auch das Buch geschrieben, Grundformen der Angst. Und das hat eben auch, das ist eine unserer grossen Illusionen, dass man meint, man könnte also Angst ausschalten. Angst gehört zum Leben des Menschen. Wir können sie nicht ganz ausschalten, aber wir können sie wohl positive Gegenkräfte gegen die Angst entwickeln. Nämlich zum Beispiel Mut. Mut zu vertrauen. Erkenntnis. Liebe natürlich. Und das wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für die Zeit, dass wir positive Kräfte gegenüber der Angst entwickeln. Selbst in der grossen Politik? Ja. Ja, ja, aber viele Leute haben, glaube ich, Angst vor der Angst. Dass sie nicht bereit sind, zu sehen, oh, im Moment, da habe ich Angst. Nein, sondern ich gebe mir als jemand, der selbstbewusst ist, imponierende Gehabe kommt und so. Und viele Leute sind nicht bereit, wirklich zu sehen, im Moment einmal, ah, da ist etwas, da ist Angst dahinter bei mir. Und sich ja, zu bejahen, auch mit der Angst. Und dem anderen Menschen auch, das zuzugestehen, dass er auch Angst hat. Also, können wir mal ein Gedankenexperiment machen, wenn es der Putin mit Leuten in den USA oder so reden würden, mal von der eigenen Angst, die sie haben. Das wäre doch ganz spannend. Wovor habe ich eigentlich Angst? Da führt mich dazu, dass ich Rakete und noch mehr mache. Und das Wettrüsten finde ich einfach total verrückt. Das ist endlos. Wenn ich Angst habe vor einem anderen, und der rüstet auf, ja, dann ist doch klar, dass ich auch das Gefühl habe, ich muss aufrüsten, weil man Angst hat voreinander. Also das ist endlos. Und darum ist es so wichtig, dass da ein Weg gefunden wird, wo man wirklich auch mal die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt. Und dann schaut ja, Moment mal, wenn wir jetzt so weitermachen, immer noch mehr Angst, immer noch mehr Waffen und so, oder wenn wir eventuell schauen, wie wir können etwas machen können, mehr und den anderen mehr nützt. Man meint ja jetzt, indem man den Putin bodigt, dass dann die Vision, dass man durch Waffen kann etwas erreichen kann, dass dann die fertig ist. Aber es wird nicht so. Es wird nur Nein, das ist doch Illusion. Das ist doch Illusion. Und natürlich ist es schwer oder, für einen Menschen wie Putin, vermutet jetzt einmal, der will nicht das Gesicht verlieren, der will nicht irgendwie mal zugeben müssen, dass er einen riesen Schmarrn gemacht hat. Verstanden? Also ich finde, es ist ein riesen Schmarrn, den er gemacht hat, aber das ist nicht wichtig. Aber ich finde, man sollte sich auch zugestehen, dass mehr Menschen sind und auch Schmarrn machen. Ich mache auch Schmarrn. Aber irgendwas menschlich. Und natürlich, wenn Menschen, die viel Macht haben, Schmarrn machen, dann ist es noch gefährlicher. Das hat natürlich riesige Konsequenzen. Aber ich denke, man sollte trotzdem suchen, mal sagen, ja, Moment, die Vergangenheit ist, wie sie ist. Jetzt haben wir Gegenwart. Und jetzt geht es um die Frage, wie können wir jetzt in eine gute Zukunft gehen? Und auch bereit sein, etwas anderes zu machen, als nur sich rächen wollen.
Not. Ich finde es auch ganz gefährlich, jetzt, wenn der Zelensky oder so sagt, wir müssen gewinnen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich, das Ziel gewinnen. Die anderen will auch gewinnen. Und das ist verrückt. Ein Krieg gewinnen, finde ich, ist Illusion. Alle verlieren im Krieg. Sondern ich finde, das gemeinsame Ziel könnte sein, dass man den Krieg beendet. Und zwar radikal. Und auch eben Situationen schafft, wo man wo nicht einen neuen Krieg angeht. Also das Ziel sollte nicht sein, gewinnen wollen, sondern beenden. Und da finde ich, wäre für uns in der Schweiz immer noch besonders wichtig, dass man sieht, Moment mal, wir wollen Krieg verhindern. Ja. Beenden helfen. Und da auch für die Schweiz, dass wir schauen, wie können wir unser Potenzial einsetzen, damit möglichst bald der Wahnsinn von Krieg aufhört. Und dass ein Weg möglich wird, der für alle gut ist. Ja. Und viele Leute haben ein bisschen resigniert. Also ich erlebe viele Leute, die sagen, ja, man kann nichts machen. Ist halt so. Menschen sind halt so. Und die Macht vom Geld ist so groß und die Macht vom Militär ist so groß und so weiter. Und sie haben irgendwie resigniert. Und da finde ich dann eine gute Möglichkeit, in die Natur zu gehen und zu sehen, oh, da gibt es noch eine ganz andere Kraft. Dort, wo etwas lebt. Da. Die Kraft. Ne? Und dass wir mehr in Kontakt kommen mit der Quelle von dieser Lebenskraft. Da habe ich das Gefühl, das wäre jetzt wirklich eine gute Aufgabe. Also wenn ich dann so einen Mammutbaum sehe, oder die Urkraft, die da innen ist, das ist einfach toll. Und dass wir auch eine, ich gehe manchmal hier an. Und nehme die wirklich die Hand. Und das ist ein bisschen beim Gedanken, bei, ja, wie kommt es, dass das alles entsteht und wächst? Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt es so Sachen. Und dann, wenn ich mir immer denke, die Menschen mit allen Raketen und all diesen wertvollen Sachen, das ist eine Sache. Aber die Natur macht fast keinen Lärm mehr. Aber es läuft seit Jahrtausenden. Ja, und woher kommt das? Und das Gefühl, mit dieser Urkraft mit mir in Kontakt zu kommen, das wäre das, was jetzt eigentlich gut wäre für alle. Also, du hast mir da verschiedene Bücher für gesucht, wo etwas von deiner geistigen Vorgeschichte sollen zeigen, auch wie du zu den Themen von der Natur, auch von Gott, gekommen bist, durchs Leben durch. Wo willst du anfangen? Vielleicht am besten am Anfang von meinem Leben. Mhm. Also ich bin geboren im Rintal und dann in der 5. Klasse bin ich auf Golda gekommen, weil mein Papa gewählt worden ist als Gemeindamme. Und dann bin ich zuerst ein gut gläubiges Kind gewesen. Ich war katholisch-konservativisch Familie gewesen. Mhm. Und ich war Ministrant gewesen, Zeremoniar, ganz integrierte Gemeinde und sehr gut gläubig. So. Und dann habe ich zuerst etwas ganz Einfaches gemacht. Ich habe zuerst Sekundarlehrer. Also ich bin zur St. Gallen Kantonsschule gegangen. Mhm. Und nach der Matura bin ich dann aus dem Nest raus. Mhm. Weil als Kind habe ich versucht, mich sehr so einzustellen, dass Frieden war in der Familie. Und das war auch Frieden gewesen. Aber dann mit der Matura dann bin ich aus dem Nest raus. Das erste Semester bin ich auf Paris. Und nachher bin ich an die Universität Freiburg, ganz bewusst. Mhm. Und habe dort das erste Mal Sekundarlehre gelernt. Mhm. Und dann nach dem Diplom habe ich weiter studiert mit Schwerpunkt auf Psychologie, Pädagogik und Musik.
natürlich viel Philosophie und als Hobby ausgewählte Themen von der Theologie. Und da habe ich natürlich jetzt eine gute Gelegenheit gehabt, weil da ist ja Theologie sehr präsent. Und dann ist schon um die Dissertation gegangen. Und da habe ich, glaube ich, einen guten Einfall gehabt. Ich konnte das Thema selber wählen. Und ich habe gewählt das Thema Wollen. Und daraus ist dann also das entstanden, das ist also die Dissertation. Das Phänomen des Wollens, Ergebnisse der empirischen Psychologie und ihre philosophische Bedeutung. Und ich hatte also heute nochmal das aufgeschlagen und habe es gelesen und habe müssen sagen, das stimmt, was da steht. Ja. Und das ist so ein Ansatz gewesen, wo ich ein gutes Gefühl hatte. Weil ganz viele Theorien sind mir suspekt worden, wo ich im Laufe der Jahre dann gehört habe. Ja, ich bin immer recht kritischer geworden eigentlich. Aber ich dachte, und das Gefühl gehabt, beim Wollen komme ich in Kontakt mit etwas, das ich wirklich klar erkennen kann. Mhm. So. Und dann, nach dem Abschluss, den ich in Fribourg gemacht habe, dort ist es eigentlich dann so richtig losgegangen, habe ich das Gefühl. Ich habe dann im Laufe der Jahre habe ich dann noch manches Thema erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist irgendwie interessant. Beispiel Yoga. Das war damals mal nicht so in gewesen, wie jetzt heute. Und das ist immer ein bisschen wenig angewogen worden. Aber ich habe dann so Bücher gelesen wie von Ramakrishna oder Aurobindo. Und ich hatte das Gefühl, wenn das stimmt, was ich da lese, dann finde ich das sehr interessant. Mhm. Und wenn es nicht stimmt, dann will ich es auch wissen. Mhm. Und dann ist es losgegangen. Nach dem Abschluss hatte ich viel Glück gehabt. Unter anderem hat man den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung von der wissenschaftlichen Forschung ein Forschungsprojekt ermöglicht, dass ich diese Sachen sehr gründlich angehen konnte. Mhm. Und da ist dann ganz viel passiert. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, weil da kann ich dann lange reden. Ich habe dann ein Jahr noch in Zürich eingeschaltet, weil in Zürich so Leute waren, die da besonders offenbar Kontakt haben mit diesen Erkenntnisquellen. Da sind ganz spannende Sachen passiert, auch mit einem Tieftransmedium zum Beispiel, wo dann spirituelle Botschaften gekommen sind, die zum Teil sehr anders gewesen sind als das, was ich ursprünglich gehört habe. Und ich wollte es wissen. Ich bin dann denen auch, es ist dann also zum Beispiel so ein Angebot im Konservatorium in Zürich, wo ein Medium geredet hat, eine Stunde lang. Da bin ich ein paar Mal hingegangen und habe das Gefühl gehabt, was ich da höre, finde ich interessant, finde ich fundiert. Aber und ich bin dann auch eingeladen worden zu einem Abend, wo wir eine Frage stellen können. Das habe ich auch gemacht. Und am Schluss von dem Abend habe ich das Gefühl gehabt, mir ist klar, dass mir einiges noch nicht klar ist. Und dann habe ich mich entschlossen, ich tue es nicht auf dem aufbauen, aber ich habe es sehr wohl im Hinterkopf. Ja. Und ich tue nie unterschreiben, wo das im Widerspruch wäre mit dem. Ja, ja. Aber ich habe dann weitergemacht auf einem Boden, der einfach mehr konsensfähig ist. Das ist ein üblicher Wissenschaft. Das war die geistige Loge von der Beatrice. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Ja, ein Pfarrer bei uns in der Kirche, der auch dort ein bisschen orientiert, von dort her ein bisschen orientiert ist. Ja. Ja, er ist pensioniert. Ja, ja, ja. Aber da ist natürlich sehr die Frage aktuell, wo, ja, was stimmt jetzt und was stimmt nicht? Die traditionelle Form oder ganz andere. Und darum ist mir dann das ein wichtiges Thema geworden, ja, wie können wir das wirklich erkennen, was wahr ist und, oder nur scheinbar wahr ist. Und da ist dann eine Sache, die mir wichtig ist, dass der Professor Stegmüller, Wolfgang Stegmüller an der Universität München, der ist Professor für Wissenschaftstheorie und philosophische Grundlagenforschung. Er ist international anerkannt als einer, der da wirklich Bescheid weiß. Also wenn man schon von Wissenschaft redet, nachher sollte man so Sachen auch sehen. Also, und der hat ganz gute Sachen erkannt. Also, ich habe mit denen noch geredet, er hat da auch noch mal schauen.
Hat mich auch noch erwähnt. Aha, deine Arbeit über den Willen. Nein, nein, das war etwas anderes. Sondern es ist die Frage gegangen, was ist wirklich evident? Aha. Und was können wir als evident anerkennen und gelten lassen? Aha. Und eben, es geht in die Richtung, dass wir auch bei dem, was wir meinen, wir wissen es, im Grunde genommen eine Entscheidung dahinter ist, was wir wirklich als Wissen gelten lassen. Aha. Und was wir wirklich als evident nicht nur erkennen, sondern gelten lassen. Aha. Also es ist eine Entscheidung. Und dann sagt er eben auch, oder, der Kant, man muss nicht das Wissen, also er hat ja gesagt, man muss im Glauben Platz machen. Ja, ja. Und der Stegmüller sagt eben, man muss eigentlich bereits etwas glauben, um überhaupt von Wissen und Wissenschaft reden zu können. Mhm. Und das stimmt. Mhm. Wenn man genau anschaut, sind immer schon Entscheidungen dahinter. Was tue ich wirklich als glaubwürdig anerkennen und gelten lassen? Mhm. Also, und bei ganz vielen Themen, die heute kontrovers diskutiert werden, finde ich, wäre es gut, wenn man sich bewusst wird, im Moment einmal, es geht eigentlich darum, wann ich jetzt glaube. Welchem Wissenschaftler glaube ich jetzt und warum? Mhm. Und was glaube ich nicht und warum? Da gibt es eine ganz andere Ebene. Mhm. Also, wäre fruchtbarer als, ich weiß und du sagst, du weißt etwas anderes, du sagst, du wüsstest etwas anderes. Da gibt es ganz schnell kontroverse Diskussionen, ja, ja, die in Richtung von Feindschaft geht, ja, ja, und von Spaltung geht. Aber wenn man mir gesagt hat, Moment einmal, du glaubst etwas in dem Moment etwas anderes als ich, wie kommt es dazu, dass du das glaubst? Mhm. Und ich glaube das. Mhm. Also, der würde ein bisschen wegführen von dieser Rechthaberei, ja, ja, und vom Streit von den Gelehrten und vom Streit zu den Schulen, sondern würde mehr bescheiden machen. Mhm. Und sagen, gut, wir haben tausende von Kurven und Ergebnissen und so weiter, aber wenn wir es daraus nehmen, als Annahme, wo wir für wirksam anschauen, jetzt für die Zukunft, fürs Handeln, mhm, das ist nochmal ganz eine andere Frage. Also jedenfalls, das ist eine wichtige Sache geworden und hat eigentlich dazu geführt, dass ich sehr vorsichtig geworden bin mit Behaupten. Mhm. Also, und auch die ganzen Sachen, wo ich die Anregungen genau aus der Wissenschaft, Psychologie, Philosophie oder aus dem Osten, tue ich gerne als Anregung annehmen. Ich freue mich darauf, bin auch dankbar dafür. Mhm. Mhm. Aber ich bin dazu gekommen, viel mehr offen zu sein. Und es gibt nicht so eine Schule, wo ich das Gefühl habe, jawohl, das ist jetzt da, ist mein Nest. Und dann bin ich eben sehr dazu gekommen, zum Zurückgehen zu dem, was man wirklich mit Evidenzgefühl erkennen und gelten lassen. Und das ist dann schon spannend geworden, weil dann ich bin auch natürlich mit Themen in Kontakt gekommen, die aktuell sind. Beispielsweise Friedenförderer. Das ist dort mal entstanden, 1984, da war das Wettrüsten. Ja, ja. Und heute läuft etwas verflixt Ähnliches wieder. Mhm. Es geht ein bisschen um andere Waffen, aber die Denkweise dahinter ist gleich. Und da habe ich dann etwas geschrieben, ich habe jetzt auch wieder mal reingeschaut. Ich finde, das ist ganz gut. Mhm. Also, wo angefangen hat mit der, wer einen Acker von Unkraut befreien will, erreicht sein Ziel nicht, indem er die sichtbar gewordenen Gewächse mit Vernichtungsmitteln verbrennt. Das Unkraut wächst nach, solange die Wurzeln im Boden bleiben. Und ich finde aber gut, wenn man mit Wurzeln vom Unfrieden anschaut. Mhm. Auch jetzt, in der heutigen Zeit. Ja, ja. Es ist ja Unfrieden. Ja. Und darum wird überall aufgerüstet und so weiter. Und ich finde eben gut, dass man wirklich schaut, was sind die Ursachen, die Wurzeln vom Unfrieden. Und da finde ich jetzt Leute, die ganz gute Sachen erkannt haben. Also zum Beispiel auch der Karl Friedrich von Weizsäcker. Ja. Der hat ganz gute Sachen erkannt. Und da habe ich auch ein bisschen genau erwähnt. Und nachher geht es dann darum, eben die Faktoren zu sehen, die Unfrieden schaffen. Ich finde, es sind viele Faktoren. Und die wirken zusammen. Mhm. Und dadurch kommen die so viel Macht über. Mhm. Also das sind so Faktoren wie zum Beispiel verdrängte Angst,
Aggressivität in Verbindung mit der Unfähigkeit zu lebensdienlichem Umgang mit Aggressionen, Stress, Illusionen, Misstrauen, genauer undifferenziertes Misstrauen. An manchen Orten ist Misstrauen sehr wohl sinnvoll. Dann angstauslösende Lebensbedingungen, Findbildung mit entlastender Funktion, Verwirrung, verdrängte Schuldgefühle, mangelnde Lern- und Versöhnungsbereitschaft, Absonderung vom Schöpferischen, mangelnde Liebesfähigkeit, Habsucht, Machtgier, Ungerechtigkeit, Täuschung, Hass. Also so Faktoren, dass man die mal ganz nüchtern sieht. So, und nachher kann man dann fragen, gut, und was wollen wir jetzt machen? Und das sind natürlich Themen für Bildung, für auf allen Stufen von der Schule, auch Früherziehungsschau und auch an den Universitäten. Aber die Themen werden relativ wenig beachtet. Und da finde ich, wäre eine Herausforderung jetzt für diese Zeit, wo wir sehen, was heute läuft, wäre eben gut, wenn man sieht, was wir bisher nicht gemacht haben. Ich habe nach vielen Jahren, wo ich da gearbeitet habe, dann bin ich in Kontakt gekommen mit dem Johannes Sandrig. Der ist viele Jahre lang Rektor von der Universität St. Gallen. Und ich habe ihm dann so ein bisschen erzählt, von diesen Einsichten, zu denen ich komme. Und da steht er auf und holt mir eine Broschüre von Hans Ulrich. Der ist ja Ethiker von dem? Nein, der Vater von dem. Ja, das ist das Modell. Institut für die Betriebswirtschaft. Ja. Und der ist schon maßgebend dabei beim Aufbau der HSG. Und er hat seine Abschiedsvorlesung genannt, Plädoyer für ganzheitliches Denken. Und das Heft hat er mir dann gegeben. Und da habe ich das gelesen und habe mich sehr gefreut. Wenn er da schreibt, finde ich gut. Aber in der Praxis sind wir weit davon entfernt. Oder zum Ganzheitlichen will ich auch hören, dass wir ein bisschen Folgen anschauen von dem, was man macht. Und nicht bloß die eigene Firma oder die eigene, das eigene Umfeld sieht, sondern etwas Ganzheitliches auch gefasst. Was natürlich gut wäre, aber in der Praxis läuft ganz wenig. Ja. Also das wäre sehr wertvoll, wenn wir an dem anknüpfen könnten. Und dann ist es so, dass sie im Bereich Glauben spielt natürlich die Kirche da eine Rolle. Eine wichtige. Aber ich habe gemerkt, einiges, was ich gehört habe als Kind, ist es so, dass sie nicht mehr bejahen kann. Und dann ist natürlich losgegangen. Oder? Nein, zuerst habe ich noch gedacht, ja, Moment einmal. Wenn ich jetzt da das Gefühl bekomme, da oder selbst stimmt nicht, im Glauben, dann kann ich noch so lange denken, eigentlich denke ich das anders. Aber wenn das etwas vom Papst herkommt, dann ist es ja unfehlbar. Also, oder wenn es als Dogma da ist und anerkannt wird. Und darum bin ich da sehr mit dem Thema Dogma in Kontakt gekommen. Und dem Dogma von Unfehlbarkeit und so weiter. Das war eine heisse Sache gewesen. Weil, oder? Und meine Eltern sind natürlich da ganz in der Kirche gewesen und ich bin da wirklich kritisch geworden. Und ich finde, es ist also so, dass eben manches da wirklich nicht stimmt und dass das auch für viele Leute eben dazu geführt hat, dass ihnen das unglaubwürdig vorkommt, was die Kirche sagt. Oder? Also ich bin jetzt katholisch aufgewachsen als Kind, aber ich finde es prima, dass es den Luther gegeben hat. Ich finde es prima, dass es die Reformation gegeben hat. Und ich bin dazu gekommen, zum denken, dass das Gemeinsame wertvoll ist, wenn wir die verschiedenen Konfessionen als gemeinsam können anerkennen. Das finde ich gut. Und im Laufe der Auseinandersetzung mit verschiedenen Glaubensformen ist unter anderem das passiert. Ich habe etwas gemacht, was veröffentlicht worden ist unter dem Titel Verständigung. Verständnis für den anderen. Da hat es ein Buch gegeben, ist auch im Brunfunk gekommen und ist auch, der Pfeiffer Verlag hat das rausgegeben. Und nachher habe ich das Gefühl, es wäre noch schön, wenn man jetzt mal gesagt, was Theologen dazu sagt. Und zwar zur Frage,
wie können wir unter den heutigen Lebensbedingungen zu einer Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen. Und da bin ich dann an der Universität München, bin ich auch gewesen, dann habe ich die Leute gefragt, die ich das Gefühl hatte, die haben den besten Überblick über das, was so läuft. Das sind der, ja, auf katholischer Seite und auf evangelischer Seite. Die haben mir dann auch immer gesagt, dann habe ich die angefragt und alle haben ja gesagt, haben mitgemacht. Und daraus ist das entstanden dann. Also das ist oder aus christlicher Sicht Sozialethik, Exegese, Fundamentaltheologie, Moraltheologie und dann Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Mhm. Und das sind also Leute, die offenbar da besonders kompetent sind. Und das Thema ist, wie können wir zu einem zwischenmenschlichen wie können wir zur Verbesserung von zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen? Ja. Und da ist eben etwas rausgekommen, was ich ganz gut finde. Nämlich eine Gemeinsamkeit, die in vielen Weltreligionen eigentlich da ist, ist das Befreiungswind. Natürlich gibt es auch Leute, die anders denken. Aber für viele Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema befassen, ist es so, dass die können ja sagen dazu, dass Befreiung wollen. Ja. Und die Religion als ein Instrument für Befreiung schaffen, finde ich auch interessant. Und die haben das da ein bisschen ausgeführt. Befreiung wovon, Befreiung wozu, Befreiung wie, wodurch. Und da bin ich dann eben dazu gekommen, zum sehen, ganz wichtig ist eben die Annahme, die Selbstannahme auch. Das ist Liebe, oder? Ja sagen zu dem, was ist, auch zu sich selbst, mit allen Sonnen- und Schattensichten. Ja, ja. Und das ist auch in der Psychotherapie, ist es auch ziemlich wirksam geworden, diese Einsicht. Das ist dann eben eine Art der Grundglauben, wo eigentlich gar niemand drum herumkommt, den Glauben auch vorauszusetzen, oder? Ja. Ja, ja, es ist irgendwie ein Grundvertrauen in die Durchkraft vom Leben. Vertrauen in die Urkraft, ja. Also letztlich nicht ein Vertrauen in Waffen oder in menschengemachte Sicherheitsmaßnahmen, sondern das Vertrauen ins Leben wirklich. Und da sehen wir dann eben Sachen auch wichtig geworden, was zum Beispiel da rausgekommen ist, in einem Gespräch mit Hans-Peter Dürr, mit dem Raimund Panikkar, ein Gespräch über Naturwissenschaft und Religion, wo es auch dazu kommt, eben so Begriff zu wählen wie Liebe. Das Wort Liebe ist natürlich unheimlich viel gebraucht und strapaziert. Aber im Grunde genommen, wenn man schaut, was ist wesentlich fürs Leben, dann fällt es schwer, einen Begriff zu finden, der besser trifft, worum es geht. Aber eben, darüber zu reden, ist relativ schwierig. Und wenn ich lese, zum Beispiel vom Troxler oder so, also was du auch gemacht hast, finde ich eine gute Sache, ein gutes Anliegen. Aber die Sprache, die er verwendet, das ist auf Schritt und Tritt schwierig. Ja, ja. Und mir ist dann eben wichtig geworden im Laufe der Jahre, nicht bloß, was ist jetzt meiner Ansicht nach wahr, sondern wie können wir es benennen, wie können wir es überbringen. Ja, ja. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass viel möglich ist in Form von Geschichten und mit Musik. Und da ist ganz viel entstanden dazu. Also, ich habe da auch einiges parat gemacht. Also, weil der Troxler ist ja auch befasst gewesen beim Entstehen der Schweiz, von der heutigen. Ja, ja. Und ich finde, eine ganz spannende Sache ist eigentlich unsere Hymne. Eine Hymne könnte eigentlich ein Beitrag sein zum Erkennen vom Gemeinsamen. Ja. Und ich finde, die Präambel der Bundesverfassung finde ich gut. Die fängt ja an mit dem Namen, oder mit dem Satz, im Namen Gottes.
Das wird schon spannend. Und viele winken da natürlich ab. Die haben das Gefühl, ja, das ist ja kirchlich und so weiter, wenn es nicht. Aber ich finde, wir können den Begriff auch so verstehen, dass es wirklich wertvoll wird, um das anzuschauen. Mhm. Also wenn ich das Wort Gott brauche als Hinweis auf eine Urwirklichkeit, wo eigentlich alle Menschen leben lässt und das Wohl von allen will. Ja. Also finde ich einfach interessant, auch was Hans Küng herausgebracht hat, wenn er so geschrieben hat, was ist der Wille Gottes? Das ist für Jesus klar, das Wohl der Menschen. Mhm. Ich glaube, es stimmt. Mhm. Also wäre dann eben die Frage, was können wir tun, damit eben wir können uns wohl fühlen. Mhm. Und da finde ich, wäre Tim zum Beispiel eben ein möglicher Beitrag, um einen Impuls zu geben in die Richtung. Mhm. Jetzt habe ich da Text gemacht zur Melodie, die wir haben. Jawohl. Aber wo rhythmisch eben zu dieser Melodie passt und inhaltlich übereinstimmt mit der Präambel der Bundesverfassung. Mhm. Und das SGG, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, ja, hat ja einen Wettbewerb gemacht. Ja, ja. Vielleicht, ja, ja. Die haben viel investiert. Erfahrung ist, dass die Strophe, die jetzt am meisten Ergebnis bekommen, am meisten Stimmen bekommen hat, sich nicht durchsetzt. Mhm. Oder was ich erlebe, ist, dass die Leute das nicht singen. Mhm. Und manchmal denken, ja, das war mal etwas gewesen, aber das ist vorbei. Mhm. Aber ich finde, es ist nach wie vor ein Thema. Mhm. Und ich habe jetzt hier Text verfasst, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute ja sagen. Mhm. Vielleicht sagt ihr mal ein paar konkret. Also ein Text wäre, dass man anfängt mit dem Psalmtext, zu dem der Zwissig Melodie komponiert hat ursprünglich. Ja. Der hat ja nicht für die Schweiz in erster Linie gemacht, sondern das war ja Einsatz von einem Pfarrer in Wettingen. Und da hat er ja den Text, also dort hat er eine Melodie gemacht zum Text Diligante Domine, Fortitudo mea. Und da habe ich den Anfang genommen, zu dem also der Zwissig Melodie komponiert hat. Und hat dann in deutscher Sprache dann gemacht, wie es weitergeht. Also, Diligante Domine, Fortitudo mea, Urkraft lässt uns leben in Frieden. Stark mit Mut zu klarem Sehen und mit Sinn für Wohlergehen. Liebe ist die Lebenskraft, die für alle Freude schafft. Heute und in jedem Tag. Ja, heute und in jedem Tag. Denn eine zweite Strophe wäre mit dem Begriff fair. Mhm. Weil ja die Erfahrung macht, dass fair eigentlich ein Begriff ist, der für viele brauchbar ist. Mhm. Nicht nur im Sport und in der Wirtschaft, sondern eventuell auch in dem Zusammenhang. Fair mit Sinn für Menschlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit. Vielfalt lässt uns leben in Frieden. Solidarisch stehen wir zusammen mit der Kraft, aus der wir stammen. Frei vereint mit Herz und Hand. Menschenrecht schützt unser Land. Heute und an jedem Tag. Mhm. Also, ich denke, mit der Kraft, aus der wir stammen, mhm, ich finde, ja, das stimmt. Ja, ja. Das ist, ja, den habe ich. Ja, eine Strophe. Oh. Ja, ja. Zäh. Ja, ja. Eine dritte Strophe dann. Ja. Gute Freunde leben hier. In Gemeinschaft feiern wir. Freiheit lässt uns leben in Frieden. Solidarisch halten wir zusammen mit der Kraft, aus der wir stammen. Frei vereint mit Herz und Hand. Dankbar für das Leben und das Wohl, das uns erfreut im Schweizerland. Mhm. Oder wie ist es zum Beispiel für dich, könntest du da ja sagen? Ja, ja. Weil da finde ich eben wichtig, dass es Strophen sind, wo die können ja sagen dazu. Mhm. Mhm. Und zwar Leute, möglichst in allen Parteien und allen Konfessionen. Ja. Und auch Leute, die sich nicht als religiös empfinden. Ja, sehr gut.
die Kunst von der Sprache, ja, Wörter, Bilder zu finden, die da grossen Konsens können. Ja, überkommen. Und da habe ich dann auch gedacht, wäre noch gut, wenn wir noch in Französisch etwas haben. Mhm. Und da habe ich Folgendes gemacht, ich habe die Bundesverfassung genommen, die jetzt gültig, und Präambel in Französisch, von der jetzt gültigen Verfassung, und habe geschaut, dass ich mit dem Begriff, der dort verwendet wird, kann einen Text verfassen, der zur Melodie passt, rhythmisch. Jawohl. Und ich glaube, das ist gelungen. Heißt denn so: Résolu à renouveler l'alliance pour renforcer solidarité et la liberté. Dans un esprit d'ouverture au monde, respectant la vie de tout le monde. Conscient des acquis communs, merci pour les bonnes valeurs. Merci pour la paix, le grand bonheur. Ja, wieder ähnlich. Ja, ja. Inhaltlich ist ähnlich. Und dann habe ich auch in Italienisch noch. Aha. Tu e io in Svizzera viviamo nell'unità, consci della responsabilità, al fine di rafforzare libertà e democrazia. Consci che libero, è soltanto chi fa uso della sua grande libertà. Also, ich habe das auch mit Leuten gemacht, die Muttersprache hat, Französisch und Italienisch. Ja. Das ist also aber okay so. Ja, und der Fendi wäre eben ein möglicher Beitrag auch, wenn wir jetzt miteinander wieder mehr singt. Ja. Also am 1. August, aber nicht bloß dann. Und mein Vorschlag wäre einfach zum, oder? Das hat eine starke Diskussion gegeben, die das gegeben hat, das hat Willer einführen, eine neue Hymne. Ja. Das ist eine Mordsache gewesen. Ja, ja. Und ich fände eben gut, wenn man auch anhand von dem Thema zu einem Weg kommt, der schweizerisch ist, nämlich friedlich. Und ja, sei zu Vielfalt. Und auch zur Tradition, aber auch offen für Innovation. Und da finde ich, kann man ganz schön anhand von der Hymne jetzt konkretisieren, indem man Tradition respektiert, Melodie, und auch Innovation, eben der Text, der in Zukunft geht. Und eben sich entschließt, mit den mehreren Strophen zu lassen. Ja. Dann können die Leute jeder Situation wählen, welche Strophe sie wollen singen. Ja. Und dann kann man nämlich auf dem Sportplatz, wo immer ein Länderspiel oder Olympiade oder was immer, kann man eine andere Strophe wählen als zum Beispiel am Bettag in der Kirche. Die sind auch von dir da, die 7-8, oder sind da andere, die... Nein, ja. Also von mir ist einfach nicht der Anfang von dem Text vom Psalm, zu dem der Zwissig Melodie ursprünglich komponiert hat. Ja. Und dann finde ich eben noch glatt, dass wir Ja sagen zur Schweiz. Also ich bin viele Jahre im Ausland gewesen, oder? Nach dem Jahr in Zürich bin ich ja dann auf München, um mit dieser Forschungsarbeit weiterzumachen. Und ich bin dann nachher viele Jahre in München geblieben. Ich bin dort ein bisschen gefangen geblieben. Und dort bin ich dann eben tätig gewesen als Kursleiter. Ich habe angefangen bei der Münchner Volkshochschule. Und dann habe ich viel gemacht bei der, also das wird zum Lebenslauf, ja, dann viel gemacht bei der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dielingen. Und da haben wir so ganze Wochen dann einmal gehabt. Und im Laufe dieser Jahre ist viel passiert. Weil in diesen Wochen sind die Leute ehrlich geworden und offen geworden. Und am Anfang ist es so, dass es etwa halb, wie es üblich ist. Aber da spielen dort viel auch Angst und so Sachen eine Rolle. Aber ich habe immer wieder erfahren, dass spätestens noch nach dem dritten Tag eine Atmosphäre entstanden ist, wo die Leute wirklich offen reden können. Und das habe ich einfach toll gefunden. Wenn die Leute wirklich ehrlich werden und können Ja sagen zu Sonne- und Schattenseite. Und wo auch Leute, wie zum Beispiel Schulleiter oder so, mal auch Schwachstellen können sagen. Und da habe ich eben erfahren, dass das befreiend wirkt. Ja.
Oder viele Leute, die das Gefühl haben, ich muss stark sein, ich muss da Boss und so weiter. Die haben ja auch andere Seiten in sich. Und wenn sie die können bejahen, bringt das ganz viel. Ja. Also sehr fruchtbar, weil dann auch fruchtbare Kommunikation in Gang kommt. Und wenn dann eben erlebt, das Leben, das so unheimlich erfolgreich dasteht in der Gesellschaft, so, wenn auch der andere Seite hat, auch Schwachstellen und den Mut hat, die auch anzusprechen, dann hat das eben nicht zur Folge, was viele dann meinen, das werden unangenehme Konsequenzen, die entstehen, sondern die Erfahrung ist, dass eine Atmosphäre entsteht, wo die Leute frei werden. Wo sie auch die eigenen Schwachpunkte können sehen und auch dürfen zugeben. Und das ist dann einfach immer wieder eine Atmosphäre, die wirklich gut tut. Wo lebendiges Lernen möglich wird. Ein Lernen, das eben anknüpft auch an die eigenen Erfahrungen. Das ist mit dem Ziel, dass die die Erfahrungen mit in ihre Schulpraxis bringen? Und, Ja, dass sie können authentisch sein. Dass sie können als Mensch in die Schule gehen. Und Menschen sind menschlich. Also, und das habe ich immer wieder erlebt, dass die Schüler das auch schätzen. Wenn ein Lehrer sich menschlich gibt, ehrlich ist. Ja sagt zu sich selber, auch mit der Schattenseite, und dadurch auch ein Ja sagt zum Schüler in der Schattenseite. Ja, ja. Das hast du über Jahre dann so Kurs gemacht? Ja. Und im Laufe dieser Jahre habe ich eben auch erlebt, wie eine Sprache aussieht, die die Leute verstehen. Oder ich habe ja als Seminarleiter habe ich ja die Aufgabe gehabt, so die Arbeit zu machen, dass die Leute das können verstehen. Ja. Und dadurch ist dann im Laufe der Jahre eine Sprachweise entstanden, die tatsächlich einfach fruchtbar war. Du hast dann auch Hochdeutsch gesprochen in Deutschland. Ja, oder? Natürlich, allerdings. Ja, klar. Ja, wir gehen es jetzt im Rentaler Dialekt. Ja, natürlich. Das hat dann. Ja. Aber. Und im Laufe von diesen Jahren. Ich bin eben auch entstanden, das Gefühl, dass vor gut 2000 Jahren etwas ganz Wertvolles passiert ist. Ich glaube, dass der Mensch, den also man Jesus nennt, dass der etwas ganz Wertvolles in die Welt gebracht hat. Aber das Bild, das ich hatte als Kind hatte, das ist ein bisschen anders als das, was ich nachher als fruchtbar erlebt habe. Da habe ich mal eine Geschichte gemacht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute, wenn etwas kirchlich tönt, dann schaltet es ab. Ja. Und ich habe zwar auch viel im Rahmen der Kirche gemacht, aber viel außerhalb der Kirche. Und da habe ich eine Geschichte mal verfasst, wo ich erlebt habe, dass das ganz gut brauchbar wird. Zum darauf hinweisen, was der Jesus in die Welt gebracht hat, auf eine versteckte Art. Aber der Name, das Wort kommt gerne vor. Ja. Ein Mensch mit Heilkraft und guter Botschaft. Und das ist auch jetzt, was möglich wird, eben, dass man Veranstaltungen macht, wo auch zum Beispiel so eine Geschichte vorgelesen werden kann, mit anschliessender Gelegenheit zum Austausch. Und jetzt sage ich dir etwas Spezielles. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute gerne nicht wollen, die eigene Glaubensweise kritisch anschauen. Sondern die gehen lieber, nein, am Sonntag gehen in die Kirche, dann gehe ich wieder raus, das Leben geht weiter. Aber die gerne nicht interessiert sind, am kritischen Anschauen. Ich verstand das auch. Aber bei mir war es anders gewesen, weil ich bin ganz klar dazu gekommen, zu sagen, nein, also wenn ich als Kind erlebt habe, eben die katholische Form von Glauben, das ist etwas, wo in dieser Form, für mich als Kind war, aber mir ist wichtig geworden, zu unterscheiden. Weil
ich finde es wesentlich, was ich als Kind erlebt habe, finde ich gut. Aber es sind Sachen dazugekommen, die ich wirklich Gift finde. Mhm. Und jetzt bin ich eben auch dazugekommen, auch wenn man das, will, das Glaubensthema angeht, dass man möglichst anknüpft an konsensfähige Ansätze. Und da finde ich einfach, für Christen gibt es wahrscheinlich kaum etwas, das mehr konsensfähig ist als Vaterunser. Und der Inhalt vom Vaterunser empfinde ich als wichtig und als werthaltig. Und da habe ich etwas gemacht, da muss ich es dir sagen. Nachdem ich deine Biografie angeschaut habe, ich denke, das könnte interessieren. Und zwar finde ich, dass man das Vaterunser nimmt in der Urform. Jesus hat ja nicht Vater gesagt, sondern Aramäisch, Abun. Also das finde ich jetzt ganz spannend. Ich habe dann also hier die Sätze in Aramäisch genommen und dann Sachen gesagt, die ich habe ja innerlich. Ja, zu jeder Bitte. Ja. Und da ist mir so der Gedanke gekommen, ob du eventuell als Pfarrer da wirklich könntest du dem interessiert sein. Also, das habe ich auch interessant gefunden. Der Heisenberg, der ja wirklich ein sehr anerkannter Physiker ist, der hat geschrieben, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Auf dem Boden des Bechers wartet Gott. Das ist ein Bild, das ich ja, ganz fruchtbar finde. Und dann habe ich an dem angeknüpft. Aus einem Becher trinken, naturwissenschaftlich denken, entdecken, wie der Boden eines Bechers aussieht und das als Bild für weiterführende Kommunikation verwenden. Wie kommt es, dass Menschen dazu fähig sind? Die Frage führt zu einem Thema, dem wir uns durch Zuwendung zum Inhalt des Abwohngebetes annähern können. Der Abwohn ist der Begriff für Vater. Aber hat im Aramäischen offenbar so den Aspekt, es ist wie ein Liebkosewort, ein Lieblingswort, also eher Papa. Liebe. Ja. So. Und ich finde auch vom Klang her ganz interessant. Ja, ja. Abwohn. Vater ist ein bisschen hart. Abwohn, da ist mehr Tiefe drin. Also von euch gefällt es mir auch. Ja. Sagt er vielleicht als Beispiel, Abwun Vashmaya, also wo heißt Vater, unser Vater im Himmel. Abwun, mit diesem Wort können wir uns in Übereinstimmung mit Tradition und Innovation dem Ursprünglichen zuwenden. Dem Ursprung des Universums, unserem Schöpfer, dem wir wie einem Vater und einer Mutter vertrauen können. Gleichsam wie Eltern mit unendlich viel Kraft, Weisheit und Wohlwollen. Durch diese Zuwendung entsteht eine Verbindung mit dem Gott, der überall ist. Über uns, neben uns, unter uns, in uns. Auch, wo wir seine Gegenwart nicht erkennen. So, Anregungen zum Gebet ja. zu bedenken. Ja. ja. Und das erlebe ich auch, eben wenn ich in die Natur gehe. Also das ist jetzt eine Frage, ein bisschen für Zeit. Oder ich habe jetzt hier die Geschichte gelesen und sind auch mit Musik zusammen. Also zum Beispiel da ist jetzt Gaudio, das ist eine Geschichte zum Geheimnis eines Lebenskünstlers. Und danach kommt wieder ein bisschen Musik. Dann kommt der Theo, was hält die Welt im Innersten zusammen? Und nachher kommt wieder Musik. Und dann kommt ein König, der Gott suchte, Geschichte mit Motiv von Tolstoi. Und dann wieder Musik, deine Gedanken bei einem Baum. Jawohl. Musik machst du? Ja. Ja, ja.
Piano? Ja. Und singen? Oder je nachdem? Oder? Ja, vor allem Piano. Ja. Also Piano und Orgel spielen, ja. Mhm. Und dann der Aufbruch, das ist die Geschichte, das ist auch die Jesus-Geschichte. Das ist genau der Text. Mhm. Mhm. Und dann der lieben Sonne von Bach jetzt da. Und dann Vers zum Thema Kommunikation fördern. Und dann Lied der Freude. Also da können wir tatsächlich etwas Platz machen. Da. Weil gerade die Kombination von Geschichte und Musik, ja, die ist relativ gut brauchbar. Ja, ja. Hm. Das ist etwa 20 Jahre her oder 10 Jahre her. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Du bist jetzt 85, gell? Jawohl. Ja. Und hast du noch über 65 raus und einfach noch... Ah, du bist immer selbstständig? Ja. Selbstständig gewesen, ja. Mit deinen Kopf, ja, und allem, ja. Ja, ja. Das war eben der grosse Vorteil, gewesen, ja, dass sie nicht haben müssen mit Spuren. Ja, wir müssen anpassen. Ja, ja, ja. Das ist, Gott sei Dank, habe ich das können machen. Hm. Ja, ja, das... Und, ja, und da haben wir mal mit dem... Musiksalz und Galle haben wir da mal eine Aufnahme gemacht. Da hat der Hans Eberhardt noch mitgemacht. Ja. Domkapellmeister. Ja, ja. Und das sind Luther Lieder, die ich komponiert habe. Die haben wir da gesungen. Also ich hatte das mal mitgegeben. Das ist... Ja, ich schaue, ich gerne mal, ja, drin. Ja, also, ja, ja, ich, weil das ist wirklich, ich merke, das fehlt im Moment sehr. Weil ich finde, für die Probleme, die wir jetzt haben, sind Corona und jetzt mit Krieg und so weiter, ich finde wirklich, es fehlt an dieser Energie, die auch der Trockner immer wieder anspricht. Mhm. Aber die Frage ist, wie können wir jetzt da vorgehen, damit man die Tür aufmacht, damit die Leute sagen, ach so, ja, ja, da ist etwas. Mhm. Mhm. Es ist heute unheimlich viel auf der Ebene von Symptombekämpfung. Ja, ja. Und Zerstreuung. Ja. Und da sehen jetzt auch konkret beim Sufo. Ah ja. Da ist er gewesen. Ja, bei den Jungen. Bei den Jungen. Ja. Und da ist eine tolle Atmosphäre gewesen. Ja, ja. Wir haben dort etwas gemacht. Im Musiksaal haben wir können machen. Mhm. Gallusplatz. Und da sind Lieder, haben wir dann gesungen. Das ist ein kleiner Teil von da. Mhm. Aber es sind Luther Lieder, die wir jetzt auch aufführen können. Mhm. Zum Teil mit bekannten Melodien, mhm, und zum Teil auch mit neuen. Ja. Und ich habe das Gefühl, gerade du als Pfarrer mit dem Hintergrund, auch mit Trockner und so weiter, wäre eigentlich eine glatte Sache. Weil gerade das Vater unser, also ich habe heute noch mal angeguckt, bevor du gekommen bist, ja, habe ich das noch mal gesucht und habe es gefunden. Und dann habe ich noch mal gelesen. Ich dachte, jawohl, das ist... Also, ich finde es auch glatt, wenn du das mal als Mensch jetzt mit deinem Hintergrund da anschaust, ich finde, das könnte sehr konsensfähig sein. Dein Name werde geheiligt, wo, ja, Menschen verschiedener Herkunft benennen, was sie erleben, entstehen oft verschiedenartige Ausdrücke, je nach der Eigenart ihrer Sprache und ihres Umfelds. Etwas Ähnliches geschieht auch, wenn Personen unterschiedlicher Kulturen zum Ausdruck bringen wollen, was sie als Mittelpunkt oder Ursprung ihres Lebens erfahren. Da werden verschiedenartige Ausdrucksformen gebunden, gefunden und erfunden. Abwun zum Beispiel, oder im Hebräischen Elohim, im Arabischen Allah, im Lateinischen Pater. Die Vielzahl der verwendeten Ausdrücke schließt nicht aus, dass damit im Grunde ein und dieselbe Wirklichkeit gemeint ist, etwa ein und derselbe Gott, dem sich Menschen aller Länder und aller Generationen zuwenden können, zwar mit unterschiedlichen Bildern und Gebetsformen und doch mit einem gemeinsamen Wunsch, dem Wunsch, dass der Name Gottes heil werde und heil bleiben soll. Ja. Reich Gottes, dein Reich komme, Gottes Reich.
Es sieht anders aus als ein Reich, das von der Willkür eines Demagogen oder Diktatoren beherrscht wird. Gottes Reich ist, wo Liebe lebt. Gottes Reich ist, wo Leben wird. Leben, das befreit. Leben, das uns Menschen sein lässt. Leben, das uns freut. Leben, das uns Hoffnung gibt, auch in unserer Zeit. Dieses Reich wird kommen. Das Reich, wo lebendiger Friede und Erfüllung unserer Sehnsucht gelingen. Dessen Ankunft kann ich nicht erzwingen, aber wir haben Grund darauf zu vertrauen, dass es kommen wird und dass wir Zugang dazu finden können, wo wir uns nicht bewusst oder unbewusst dagegen sperren. Und mehr als das, wir können aktiv ermöglichen, helfen, dass menschengemachte Hindernisse abgebaut, gelöscht und überwunden werden, sodass wir in zunehmendem Ausmaß befreit und glücklich leben können. Ja, hast du es bejahen, ja, als Theologe? Ja, 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 ja. Und es ist eben die, der Versuch, dass ich in die Bilderwelt und die Gedankenwelt von uns alltäglichen Menschen zu bringen und gleich den Kalt irgendwo auch ja. mitzunehmen. Ja. Also, das sind jetzt eben lauter Lieder, auch, die man singen kann. Aha. Und das ist also ein Teil für ältere Leute, ist es zum Teil das. Das ist für Ältere. Und da sind wir jetzt gerade dabei, für ein paar Lieder fehlen da noch die Noten. Aha. Aber da bin ich in Kontakt mit dem Bruno Vollmeier. Ah ja, 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 den kenne ich auch. Und der hat ein Talent Aha. zum Schreiben. Ah ja. Also wir kommen mit Melodien so, mhm. ich heiße es so, mhm. und er hat ein Talent zum Schreiben. Und deswegen sind jetzt viele Sachen entstanden, wo jetzt ja, wo man wirklich eine Premiere machen das mhm. ist also, Aha, du bist jetzt mit ihm... Ja, ja. Ja, ja. ja. Mhm. ja, ich bin auch mit dem Singen etwas unterwegs, aber mit archaisch. Und Fantasiewort. Wort, das ist hohe Kunst, ja. Also zum Beispiel, hast du den ersten Satz da auswendig auf von Vater unser im Himmel? Wunderst du mir ja. Kannst du mal auf einen Ton ganz langsam singen? Wunderst du mir ja. Wunderst du mir ja. Abwun Maschmaya, 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 Abwun Maschmaya. Nein, aber ich gehe mal mit dem Klavier noch unterstützen. Ja, ja. Ja. Das ist, finde ich, gut. Aha. Also, Waschmeier.